Vandaag zie ik hier met Erwin en Caroline Wins. Dankjewel dat je mij hier ontvangen. We zijn hier ergens op een Indianersiedlung. Hoe dat al erwähnt is, weet ik ook niet. Maar ergens in Chaco. Dat zal ik zij nog erklären. Dat rent alles in een Asim. Zo is dat hier in Chaco een Zusammenschluss van onze Kooperative. En ook van ja, alle drei Kelnieren, de Kooperative en ook van die Mendes. Die hebben hier verschiedenste Arbeiten, Oña, Indianer am Chaco. Wir haben sehr viel Indianer hier am Chaco und viele verschiedene Siedlungen. Wo sind wir eigentlich nun wirklich? Ja, wir sind hier in der Siedlung von Campo Alegre, von, das ist 34 Kilometer von Kolonie Nieland am Süden. Und wir haben hier eine große Siedlung. Es ist hier eine große Siedlung, die hat 24.000 Hektar Land. Also die Indianer haben selbst einen Titel, dort ist den ihr Land? Ja, das ist noch nicht, die haben noch nicht ganz alles auf ihren Titel, so 17.500 haben sie. Ob es haben sie alle am Titel und 7.500 sind im Prozess, ja. Und wie viele Indianer sind da ungefähr, oder wie viele Darpa, oder wie würde man das sagen, Siedlungen? Nein, ich habe mich da just gerade noch einmal befragt mit diesem Everschild hier. Also das sind Niva Klein-Indianer. Die Kommunität besteht von 1964, also das war das Jahr 20 Jahre. Und das Heimisied sind hier 658 Familien. Das sind irgendwo bei 2188 Einwohner. So sehr viele Menschen. Die wohnen dann in 10 verschiedenen Darpa. Das ist die ganze Siedlung. Ja. Und dann hier das Zentrum hat noch 5 Varios. So, es ist eine große Siedlung. Ja. Okay. Wie lange sind Sie hier? Wir sind hier im 6. Jahr. Also 5 Jahre voll. Vorher sind Sie bestimmt im Darp gewesen, haben eine Wirtschaft gehabt, wollen wir da vielleicht anfangen. Wo kommen Sie da, diesen Dienst, das Sie eigentlich auch einen Dienst zu tun? Sie sind bestimmt auf der Wirtschaft gewesen, haben mit Indianer zu tun gehabt. Fängt das da all an, als Sie Tschenja wären oder da noch nicht? Naja, wir wären, als Sie auf der Wirtschaft abgewachsen, und als wir uns befrieden, tragen wir eine 4,5 Jahre. Und schon durch eine Malcherie, aber auch gerade mit Indianer Taupen. Ich habe vier Jahre in der Wirtschaft einmal mit Indianer Taupen geschafft. Dann kommt von meinen Eltern mit einmal die Anfrage, ob wir bereit sind, über die Wirtschaft zu treten, wenn sie den Raupen schreien. Op een missie te gaan, ook als wirtschafter onder Indianen. Oh, dat ook al. Oké, dan, dat duurt ons niet zeer lang, dan willen we ons zeggen dat we dat doen willen. Dan trokken we wat trainen aan onze heimat daar en woonden daar dan 20 jaar. Weet je wat 20 jaar? Ja, 24 jaar. En mijn ouderen waren dan, hadden zo meerdere jaren schoofden die op een mission, gingen dan op welke meroe stond en zo. En allemaal waren daar, beschouwd wie ons met Indianen, een maalbetrieb hadden we, daar hadden we allemaal Indianen. En dachten ook allemaal zo, reden allemaal ervan dat we worden waarschijnlijk, dat we ook worden, dat ons was, we zijn ook meteen te arbeiden. En dan, een dag, dan schreef ik een onroep van van Asim en die wil ons dan bezitten komen met hem terrein en dan zien we die nog niet, wens ze weer een weer in de schrijf en dat accepteerde die ook. Die waren dan en dan Poyolota, twee Jolota vlees werd, roept de fresh aan en dan komen ze dan en vroegen dan en wie reden door even alles en dan bereid wie zo, wie worden dat met de familie bereden en zijn we wel weer in dat omhoog kunnen en dan bereid we aan als familie dat en worden ze dan eindig dat we dat dan zij worden, tien jaar worden dan de wirtschaft even nemen, dan waren dat de zin we dan even op wirtschaft traden en
Und wie ging ihr dann eben auf die Mission? Leute, da alles tauchen und ging ich auf die Mission, ja. Wo wird das bei dir, Caroline? Heihaften gehört das Fährbild, die hat alle Wehre auf die Mission einmal. Das ist ein gutes Fährbild, ja. Ich glaube, Sie sind auch dann dort ein gutes Fährbild. Wo wird das bei dir? Wo war die Jugend einig? Wenn der Mann vielleicht will, dann weiß nicht, wusst du auch, oder wird das umgedreht vielleicht? Naja, so ist er auch sieht, wenn die erste Anfrage kommt, wie dann nicht reit wird, wie hat er unsere Arbeit endlich auch ein Ende, ja. Also wir fragen für eine Leiterin, sodass wir ganz klar den Termin warte eingemacht. Aber auch all eine frühes Arbeit, auf mir die Arbeit bei den Indianern, aber wir hatten da auch einen Bereich, wo dann Mission wir, ja, wo ich nicht Indianer früh ist, fuhren mit den Arbeiten. Hat mich dort immer sehr bewegt, als ich immer so gefällt, das wird irgendwann ans Wasch vielleicht auch sein, ja. Was bei mir noch wir, mir ging dort, also die Luftarbeit auch sehr schön. Ich weiß überhaupt, wo ich endlich dort kam, aber auch 2012 wieder mal. Wir hatten noch Malchbetrieb und alles. Und da fehlte ein Molina am Sukkursal, fehlte dringend Arbeiter. Und mir ging dort. Und dann sagte mein Mann, du kann ich nicht mehr stützen, ich mal mit einer Luft arbeiten, ein bisschen Metall und so. Und ich schreibe dann von Abend zu wird. Und mir meine ja ganz klar vom Leben Gott, da dort. Und von da schon nach weiß ich, wo Zeit ich da noch habe. Das ist eine Vorbereitung gewesen. Ja, ich habe mir so sehr viel hier für diesen Almazenfeier, ja. Und ob zwar dann auch Menschen in mich kommen, sehen, ob ich noch später zu tun habe als dort. Aber im Nachhinein weiß ich, wo Zeit ich da noch habe. Und was wir uns dann besser bereden, wann wir gehen wollen, wie ganz gehen, auch dort wie vielleicht wo eine Stadt schreien, wo wir auch wohnen können. Wenn es ansagt, dass doch schwierig dort beides, ja, die Wirtschaft zu besorgen und auch ganz der Asim-Arbeit oder weil man seine Wirtschaftsarbeit hier zu tun, waren wir immer noch so hin und her vor und alles. Und so, was du siehst, sie hat an der Wirtschaft in Jung überlebt. Sie haben hier eine Siedlung dann zu wohnen? Ja. Ja, ja, wir wohnen hier ganz voll dann nu. Wir haben unser Haus hier, wir haben unsere Sachen alle hier. So wie vorher, wo waren wir in die Ferien vorher, wir haben da auch nu, im Moment habe ich dann Haus gepacht, aber wo immer wir haben vorher, wie vorher drei hier haben, das ist unser Haus. Das ist ein Haus, ja. Ja, okay. Also erst dort, ob wir die Gemeinde ja. Stunden vorher, oder wo immer wir haben vorher, wie vorher hier haben, drei, das ist unser Haus, ja. Mhm. Kannst du Kartenbett in deiner Arbeit beschreiben, wo du hier bist mit Indianer? Naja, ich sehe Assessor, so heißt das, ein begleitet Person bei denen und bueno, aber Akari in wir haben eine Akari, was wir dann alle Jahre versichern, wo die Zerditchen nehmen, bei vielen von denen nehmen die Zerdit und damit Akari die dann. Das ist nur im Moment, in diesem Jahr haben wir 100 Hektar, gut 100 Hektar Sesam, ja, mit dem haben wir alle neue Saat. Der ist auch alle gut abgekommen, nicht viel plus gut rein, dass dann Wasser kommen in Ernte geben, ja. Kart wollte ich noch einmal Ferien yeah. Mit erwähnen, also das ist wahrscheinlich mal Barsch gewesen und so, und der habe Spende getreten und man hat das alle Reit gemacht, zu Akari und auch zu Pfeifens, ja. Das ist alles diese Gemeinschaftsarbeit, was wir als Kölnier in Gemeinde tun, so entstehen. Und dort ist die Kommunität. Ja. Die das helfen verwollte. Verwollte, ja, ja. Weil jetzt allein wurde vielleicht noch nicht ganz tun. Nicht auf alle Betriebe. Die haben Traktor, die haben Gereitschaft, die haben Pier, die haben Korall, ja, Fei, ja, alles mit der Zeit abgebüht ja, und ja. Dort wieder verwollte. Ja, ja, klar. Ja. Wir haben Maschinariehof mit Feuer. Wir haben Trakturen, wir haben die Gereitschaft alle für die Akari, wir haben auch ein Teil Gereitschaft für Fansarbeit, wir haben und daher, ich denke mal, so angefangen worden, dass das vielleicht mit Spendegeld mal getan hat, aber dann hat sich das entwickelt, dass die Distanzen abbieten und mit Akari und dadurch wir machen die alle Jahre einen Verdienst und von dem Verdienst machen wir den Pressupuesto
Und von dort Geld wird ja dann für, dort wird verteilt an Arbeiten oder an Sachen, wird man nie anschauen will. Ja, oder also so. Vielleicht ein Teil verteilt und dort andere erst zum Wiederarbeiten. Ja, korrekt. Wenn es nur im Moment, in diesem Jahr haben wir diesen 700 Millionen, wird wir verteilen werden an Apostanzen, an verschiedenste Arbeiten. Und wir haben nie Investitionen gemacht oder nie Anrechnung. Und dann Fensterarbeit, Tünen, Rennmarken und all die Sachen, das wird alles von dort dann betont, ja, von dem Geld und die ganze, und dann hier die soziale Arbeit, da war es Skolitas in der Stadt, die Schule, wird in der Schule und so. Die Church. Ja, und von all da, von dem Geld dann, ja, so wird das dann ganz verteilt. So könnte mir aber vorstellen, dass vielleicht auch Familie Wies, eine Familie kriegt nur mal einfach 500.000 im Jahr oder was, oder nicht? Nein, nicht von dem Geld. Dort ist ja anders, wie hier noch das Name der Profinkas, oder 5 Familienbetriebe. Ah, ja. Und von daher haben wir 20 hier in der Siedlung. Oh, das ist als eine Siedlung wird es meisterhaft. Aber gesamt Menschen, also vom Durchschnitt her, ist es auch noch nicht so viel, aber so sind es meisterhaft. Und die haben auch kriegt, genau weiß ich das nicht, aber darum irgendwo kriegt sie viel Feier als unsere Stanza Comunitaria. Ja, wir haben. Kartenbild erkläre, Profinka sind kleine Zusammenschlüsse, von vier Familien, wo dann auch mit 5 Fans down und mit 5 arbeiten. Denkst du den auch wieder? Nein, das ist ein anderes Sort, das ist Apport. Wenn es 20 steht, sind Apporte sind, das ist viel Arbeit. Das ist viel Arbeit, ja. Du hast eine Apport für dort angestellt in dem Bereich. Ich konnte den Entschied, aber mehr habe ich damit nicht. Ich muss bei anderen Mädchen mithelfen, aber... Aber dort ist auch ein Programm, das von FIDA geleitet wird. Aber dort wird einmal da gefördert. Und hier sind die sehr begeistert davon. Wenn es die Stanza Comunitaria, das ist sie auch ehrt. Ja. Aber das sind sie nicht so ehrt. Die sagen sehr fucking, dass sie im Ewerschild nicht mehr so sorgen sind. Aber das ist nicht. Aber in dort bei den Profinkas, wenn sie eher ähnelt, da kriegen sie für ihre eigene Arbeit betont. Da machen sie auch so ein Pressepost, das wie vom Grauten Däune. Ab jedem Jahr wird da ein Pressepost von ihrem gemacht und sie machen den Trick holen, wenn sie das ab Kredit haben. Sie haben das ab 10 Jahren Kredit. Da wird das dann Trick geholt. Nachher, wenn sie das betont haben, dann machen sie einen Golden Verdienst. Also, dann kriegen sie über 8 Millionen noch zusätzlich ein Ewerschuss von dem Rennverdienst, von dem Repressepost. Ja. Du meinst, du redest von Ewerschuld und Lieder, also diese Kommunität hat eher einen Präsidenten. Ja, Lieder. Die wählen dann? Ja, den wählen sie, ja. Okay, ja. Okay. Und mit dem habe ich nie gekonnt, Feierjahr arbeiten. Dann habe ich sehr gute Ferienverwaltung, mit der Idee, das sehr schwer, ja. Aber da habe ich nicht lang, wie wir da nicht, aber die Ferien, die veranstaltet werden, die haben das eine sehr schwere Zeit gemacht. Ja. Caroline, du redest von einem Laufchen und auch soziale Watch, Esqualita und so. Was ist deine Arbeit? Meine Arbeit ist, die Laufchen zu begleiten. Also, das ist dann ein Konsumlaufchen, was alle Provisten alles hat, was das Neidigste, was die dann brauchen zum Eten. Und aber auch Repuesto, Motos und alles Mädelste, ja. Die Waschen, so was, nicht allzu viel. Kommen die meisten hier an Anscheiben? Die meisten kommen hier. Willst du dich da bei uns? Willst du dich da bei uns? Und ich glaube auch, die Preise sind auch noch jenstig hier. Und wir haben hier gerade dicht an 100 auch ältere Menschen hier, wie sie, die tercera Edad schreien. Also, die kriegen monatlich ihr Geld vom Ministerium oder vom Staat, ja. Mit den Omaches und Opaches habe ich endlich auch den Monat über Kontakt, zu der wir jeder Welt Provista rütholen bei der Laufchen. Ein Monat holen die kreide Lieder und noch der Präsidenten vom Konzert holen die Geld von der Bank und bringen die mir alle. Und ich tue mit denen aufreden, ja.
Und dann Schule und Church sind hier auch. Schule sind hier saß. Ich meine, ihr Arzt ist hier im Zentrum. Und der weiter sich mit der Schule und Gemeinde. Ja, die wäre die ersten Jahre, wo ihr die Doktale in eine andere Gemeinde sind, da wurde die von anderen Gemeinden begleitet. Auch wir auch Ministerlehrer, Sport und Rechte in der Siedlung. Mittlerweile hat er dort über Dollar aufgehebt, also die sind nun ja dem Ministerium, ja, also... Und sie haben auch ihre eigene Lehrer. Sie haben ihre eigene Lehrer. Sie haben Wort Latein parallel, aber die meisten sind von ihren eigenen Lehrer, ja. Und Gemeinde? Gemeinde sind auch endlich als eine Hauptgemeinde und sie haben auch eine verschiedenste Darbar auch Church, wenn es dort eben ziemlich wichtig zu nein ist. Da sind sie türkisch Lot auch in einer Konvention, ja, nicht erklärt, was sich nennt von alle von der ganzen Chaco, war aber auch begleitet von Missionaren, ja, wo man sie mal was Besonderes hat oder Fragen hat, hat sie ja. Gleich einmal wem, wo sie sich anwenden können, ja. Gehen Sie hier zum Gottesdienst, oder? Wir gehen mal, wenn zum Beispiel Taufest ist, einem zu Dankfest ist, mehrere Church anwesend sind, wie du gewesen, wo dann eine DARPA wäre, ja. Ja. Das war in der Gemeinde. Ja, das war in der Gemeinde, ja. Wenn ich Sprache hol, war ja. Ja, das ja. Also die kennen die Indianer Sprache nicht. Nein. Ich meine, bestimmt einzig wie da, was sie da brücken, ja. Ja. Das ja, aber. Ja. Kriege ich hier mal Besuch? Doch. Ja. Ja. Nicht, dass die Kinder sagen, na, wenn ich das jetzt sei, schlecht hier. Das lässt sich nicht auch an, wir können auch einladen, ja. Aber wir kriegen Besuch, ja. Viele uns von uns im Endeffekt in der Stadt, ja. Einmal war da. Aber sonst kriegen wir endlich auch einmal das Gefühl von den Menschen, dass wir hier Tanja hier, ja. So, sie sind doch sehr dankbar. Ich würde sagen, das ist ein sehr dankbares Volk. Ein sehr geduldiges Volk. Habe ich hier ab Siedlung auch mal Schwierigkeiten erlebt? Ja, gerade, was ich sage, weil wenn der Dreh, 2020 hat wir das sehr Dreh und dann wir ab der Stanzia das Trouble mit dem Wetter und auch mit Wett und wir haben dann muss viel Förder schieben. Wettermäßig hätte Seite, wir haben dann Barms eingesetzt und da sehe ich sehr ganz dankbar meine Mitarbeiter alle von Asim, die Contadoren, alles, die kommen und sagen sich voll ganz an hier, um mich zu helfen. Wenn sie das sagen, dass das enge allein dort hier nicht wohnt. Wird das die Arbeiter auch wichtig, die Indianer-Arbeiter? Die sind, den ist das auch wichtig, wenn wir dort alle über die halbe mit, ja, aber selbst so was anpacken oder so organisieren. In der Hinsicht, da werden die nicht so sehr stolz. Sind die überfragt? Ja, ja, ja. Aber da wollen wir lernen, wie denn das geht. Ja, da wollen wir wie denn das lernen, mit in der Top, ja. Dankeschön, Erwin, Caroline, für das Zeit. Lernen wir dann. Wie kommt es für euch jetzt hier wirklich gut? Dass es scheint, dass man so was kann, und einfach die Wirtschaft im Sinn überlassen. Ganz ab der Mission Tratja. Und wenn es auch regnet und so, das hat sie bestimmt erlebt, wenn vorher und vielleicht Lattich in einem Grube rutschen, das rummelt nicht auch alle rundherum. Wir wollen mal sein, hier Schluss zu machen. Und ich wünsche Ihnen allen auch noch einen guten Tag.